Herzlich willkommen auf dem Channel Flight Level. Mein Name ist André und heute möchte ich euch von Wing Wing Sim die 320 FCU Unit 1 vorstellen. Kleiner Zungenbrecher, aber dieser Hersteller hat es geschafft, in den letzten Wochen etwas für Aufregung zu sorgen. Denn er hat eine FCU angekündigt, die günstiger sein soll und besser sein soll als die anderen. Ich kann jetzt nicht wirklich vergleichen, denn ich habe jetzt nur die. Ich war aber komplett begeistert von dem, was vorgestellt wurde. Ich habe sie mir dann vorbestellt und da muss ich direkt jetzt auch mal eine Lanze für den Hersteller brechen, denn man konnte die vorbestellen, musste in diesem Prozessschritt aber noch nicht bezahlen und das fand ich wirklich gut. Das heißt, ich habe dann nochmal eine Mail bekommen, dass jetzt meine Bestellung auslieferungsbereit wäre und ich dann bitte jetzt auch das Produkt einmal bezahlen soll, damit die entsprechend auch geliefert werden kann. Das habe ich dann gemacht und 3-4 Tage später hatte ich sie dann auch zu Hause. Von daher, das war wirklich ein sehr, sehr schöner Prozess, wie ich finde. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr sie installieren könnt, wie ihr sie konfigurieren könnt und was es alles zu beachten gibt. Ich zeige euch das alles anhand des Phoenix A320, den wir auch im Hintergrund sehen, denn da funktioniert die Unterstützung relativ gut. Es gibt, wie gesagt, ein paar Dinge, die zu beachten gilt, aber im Phoenix müsst ihr danach überhaupt nichts mehr machen. Also würde ich sagen, wir gehen ab in die Installation und alles, was da kommt. Und zum Schluss schauen wir es uns einmal an, wie es im Flieger aussieht. Viel Spaß! Als erstes geht ihr auf die Herstellerseite. Die Links gibt es wie immer in der Videobeschreibung. Ihr müsst einmal hier ins Download Center, dann auf SimApp Pro. SimApp Pro ist die Software, die ihr benötigt, damit die FCU überhaupt funktioniert. Das heißt, die bringt Treiber mit und verschiedene andere Dinge, die notwendig sind, damit ihr die FCU nutzen könnt. Geht einmal etwas nach unten, dann habt ihr hier den Button Get SimApp Pro for Windows. Einmal herunterladen und die Installation, die machen wir jetzt gemeinsam. Sobald ihr die Datei heruntergeladen habt, könnt ihr natürlich logischerweise die Setup-Exe einmal starten. Ich installiere das immer für alle Benutzer des Computers, auch wenn ich der Einzige bin, mache ich das meistens bzw. eigentlich immer so. Dann kommt noch ein Security-Pop-up, dann installiert sich die Software und das war's eigentlich schon. Ihr könnt sie auch direkt starten mit Klick auf Finish und dann geht die Software auch auf und eure Hardware wird gleich erkannt. Los geht's hier mit dieser Meldung. Die Meldung ist für diejenigen gedacht, die mit DCS World unterwegs sind. Das sind wir nicht. Wir machen das hier alles für den Microsoft Flight Simulator und deswegen können wir hier einmal Not in Prompt und auf OK klicken. Dann kommt die Meldung auch nicht noch einmal. Wenn ihr die FCU über die Seite des Herstellers gekauft habt, dann musstet ihr dafür auch ein Konto anlegen. Das Konto ist ziemlich wichtig, denn ihr haltet sonst hier keine Konfiguration unter Keybinding etc. Das heißt, meldet euch hier oben rechts über Login einmal an und dann geht's weiter. Und das mache ich mal eben. Und da bin ich eingeloggt. Und jetzt könnt ihr sehen, gehe ich auf Keybindings, dann gibt es auch etwas, was ich hier hinterlegt habe. Aber fangen wir von vorne an, beziehungsweise oben rechts. Wir haben hier unsere Settings. In den Settings könnt ihr erst einmal gucken, ob die neueste Software installiert ist. Und auch die Sprache könnt ihr einstellen. Leider ist hier nur Englisch und Chinesisch verfügbar. Aber gut, mit Englisch kommen wir hier eigentlich auch klar. Aber so viel müssen wir in dieser Software eigentlich auch gar nicht machen. Hier ist noch ein Punkt, und zwar soll diese Software gestartet werden, wenn Windows gestartet wird. Ihr hattet es vorhin mitbekommen, dass bei der Installation immer wieder der Prompt für die Admin-Funktion kam. Das heißt, dieser Sicherheitsprompt. Der kommt leider auch, wenn ihr das hier auf True lasst. Deswegen gehe ich einmal auf False, denn das ist für mich einfacher. Wenn ich den Rechner starte, dann starte ich die Software. Dann kann ich da einmal aktiv draufklicken und so unterbricht er nicht irgendwie meinen Startvorgang. Solltet ihr jetzt, wie gesagt, mit dem Microsoft Flight Simulator unterwegs sein, dann lasst euch von diesen ganzen Meldungen hier überhaupt nicht irritieren. Ihr müsst hier nämlich tatsächlich überhaupt gar nichts machen. Wir gehen nämlich wieder zurück. Fangen wir mal vorne bei Device an. Hier haben wir das Device, das installiert. Das ist das, was auf meinem Tisch steht. Wenn ich jetzt mal hier irgendwas drehe oder irgendeine Taste drücke, dann seht ihr auf der linken Seite, dass dieser Input auch entsprechend hier durchgeführt wird. Das heißt, ich kann hier drücken, ich kann hier ziehen, ich kann hier alles machen und entsprechend wird das dann übertragen. Es gibt noch ein paar andere Einstellungen. Hier habt ihr zum Beispiel Switch Mode. Da könnt ihr sagen, okay, welche Geschwindigkeit soll diese Achse denn hier wirklich haben? Oder auch im Setup könnt ihr hier auch nochmal ein paar Einstellungen, auch Verzögerungen etc. entsprechend festlegen. Eine schöne Sache, wie ich finde, ist hier noch der Expedite-Button. Den könnt ihr nämlich auch umbelegen, standardmäßig hier auf Expedite. So ist es auch im A320 richtig. Ihr könnt ihn aber auch auf FD, also auf die Flight Directors legen oder auf die Take-Off-Config. Das sind der Button, die man immer mal wieder drückt. Ich habe das hier auf Take-Off-Config. Finde ich im Flieger
sehr angenehm, ehrlicherweise, da einfach kurz drauf zu drücken und dann spare ich mir einmal den Klick auf der MCDU. Was ich noch gemacht habe oder was ihr auch machen könnt, ist hier einmal die Backlights etwas dimmen. Hier bietet sich ein Wert von 150 oder 140 zu 40 entsprechend an und dann ist es auch nicht allzu hell. Im Moment wird es nicht richtig gespeichert, also ab und zu sind die immer noch ein bisschen zu hell. Da klickt man dann einmal hier drauf oder geht hoch runter und dann wird entsprechend die richtige Helligkeit übernommen. Vielleicht wird da ja, beziehungsweise hoffentlich wird da noch einmal nachgebessert. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, hier alles einmal zu kalibrieren, also Push-Pull-Reset-Switch. Ihr könnt jetzt hier alles einmal zurückdrehen und hin und her drehen, wie ihr das haben wollt. Und dann speichert er das entsprechend ab, wenn ihr da irgendwelche Probleme mit euren Knöpfen feststellen solltet. Hier habt ihr auch die Möglichkeit, die Firmware einmal abzudaten. Macht das gerne einmal. Ich hatte vorher eine ältere Version drauf und habe die neueste Version zu dem aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme, die 1.0.6, entsprechend installiert. Ihr kriegt noch einen Hinweis, dass es besser ist, die FCU direkt an euer Mainboard anzuschließen, anstatt über einen USB-Hub. Deswegen macht das gerne, um sicher zu sein, dass die Connection nicht abbricht und ihr hinterher ein defektes Gerät vor euch liegen habt. Ansonsten gibt es hier noch die Möglichkeit des Environment Checks. Die prüft eigentlich, ob alle Funktionen soweit gewährleistet sind. Also ist alles entsprechend installiert? Habt ihr alles soweit vorbereitet? Hier auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Run SimApp Pro First, then Microsoft Flight Simulator 2020. Das heißt, wenn ihr den Microsoft Flight Simulator einmal gestartet habt, könnt ihr nicht nachträglich die SimApp Pro App verwenden, denn dann funktioniert die FCU nicht. Der Rest sieht aber gut aus, ist einfach nur mal kurz zur Kontrolle. Dann haben wir hier das Virtual Device Mapping. Den überspringe ich mal, denn das ist gleich der wichtigste Punkt. Keybindings, hier könnt ihr eigentlich nur noch mal ganz kurz sehen, wie so die Grundkonfiguration aussieht. Das heißt, ihr habt ja wieder euer Device oder auch die anderen Devices, die ihr angeschlossen habt. Wir haben hier noch den Punkt Dynamic Vibration Motor, ist jetzt auch nicht aktiv. Für dieses Device gibt es das, wie gesagt, nicht. Und hier gibt es nochmal eine extra Display-Option, das ist aber hier für uns auch überhaupt nicht relevant. Also, wir gehen auf Virtual Device Mapping. Als erstes werdet ihr feststellen, dass hier der Run State of Not Running steht. Das sollte euch jetzt nicht irritieren, aber wir müssen trotzdem jetzt eine Sache hier machen. Ihr könntet jetzt mit Start Mapping einmal starten. Da steht dann aber, klickt bitte vorher auf Activate Virtual Device Mapping. Das machen wir. Dann werdet ihr aber sehen, dass ihr die Software neu starten müsst. Das passiert aber automatisch, deswegen könnt ihr da einfach auf Yes klicken. Die hat sich jetzt einmal neu gestartet, loggt sich auch oben wieder ein und alles sieht erstmal wieder normal aus. Wir sehen jetzt also hier auf der Seite Virtual Device Mapping, dass wir eigentlich keine Veränderung sehen. Und ja, der Running State, der wird wirklich nicht grün, aber das macht nichts. Wichtig ist, dass ihr die Software im Hintergrund gestartet habt. Wenn ihr die minimiert, dann wird sich die automatisch auch in den Windows Tray legen. Das heißt, die ist nicht immer prominent im Hintergrund offen und nervt euch. Die ist tatsächlich etwas versteckter. Ihr müsst nichts machen. Ich gehe immer noch einmal auf die Seite auf Environment Check und schaue, ob auch wirklich alles grün ist. Und dann können wir auch loslegen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt ab in den Microsoft Flight Simulator, in den Phoenix und dann schauen wir uns das einmal an. Im Microsoft Flight Simulator angekommen, werdet ihr hier über Optionen und Steuerungsoptionen ganz rechts sehen, dass es ein neues Gerät gibt. Und jetzt gehen wir einfach mal direkt in den Flieger und schauen uns das an. Da sind wir jetzt in unserem Microsoft Flight Simulator. Wir haben die FCU entsprechend installiert, konfiguriert. Wir sitzen in unserem Phoenix und jetzt geht's auch los. Das heißt, ich werde jetzt erstmal etwas Saft hier auf die Batterien geben und dann werdet ihr sehen, dass die FCU auch direkt mit dem Klick auf External Power anspringt und hochfährt. Switchen wir einmal direkt auf die FCU und schauen, wie sie sich gleich entsprechend verhält. Da seht ihr, geht sie an, also wirklich zeitgleich mit dem Flieger. Und ich würde sagen, wir machen Folgendes. Wir stellen uns jetzt einmal auf die Startbahn. Wir machen unseren Take-Off-Run. Und sobald wir abgehoben sind, da sehen wir uns wieder. Und dann schauen wir, wie und ob das alles wirklich so gut funktioniert. Also bis gleich. So, wir sind jetzt unterwegs. Wir sind jetzt gerade abgehoben. Jetzt müssen wir unsere Thrust-Lever einmal in die Climb-Notch bewegen. Jetzt gehe ich mal mit der Nase etwas runter. Und dann schalten wir mal den Autopiloten ein. Und ihr seht, er macht es auch direkt richtig. Wir switchen einmal auf die FCU, denn jetzt ist der Autopilot an. Und jetzt können wir erst einmal so weitermachen. Also, es funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Wenn ich jetzt den Autopiloten wieder ausschalte, dann seht ihr, funktioniert das auch. Schalte ich den zweiten Autopiloten ein, funktioniert das auch und den ersten auch.
Und wenn wir das Ganze jetzt mal im Flieger machen, dann ist das genauso. Und was ich auch sehr stark finde, er macht wirklich nur das, was im Flieger funktioniert oder nicht funktioniert. Das heißt, diese Option, beide Autopiloten einzuschalten, die habt ihr natürlich während der Landung, aber auch hier nicht. Von daher echt klasse gelöst. Ja, jetzt sind wir schon auf 3000 Fuß. Jetzt können wir mal auf 6 hochdrehen und ihr seht, das funktioniert wirklich nahtlos. Ich drehe und in dem Moment wird auch die Höhe angepasst. Wenn wir den Knopf jetzt noch einmal ziehen, oh, jetzt bin ich aus Versehen auf den ersten oder zweiten Autopiloten gekommen, aber auch das hat er natürlich gemacht. Wenn wir einmal ziehen, dann geht er auch in den Open Climb. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt ein spezielles Heading fliegen, dann können wir, wie ihr es gewohnt seid, jetzt erstmal das Heading auswählen. Wir können ja mal eine Rechtsrunde drehen. Sobald wir dann einmal daran ziehen, wird es auch entsprechend aktiviert und ihr seht, der Flieger dreht sich jetzt entsprechend nach rechts. Drücken wir den wieder rein, dann ist wieder der Flugplan aktiv. Gleiches gilt für die Speed. Speed entsprechend eindrehen, dann einmal rausziehen und ihr seht, dass die Geschwindigkeit höher wird. Wenn wir jetzt wieder reindrücken, dann ist sie wieder so, wie sie eigentlich sein muss, also Manage Speed. Auch der kleine Schalter hier von 1000 auf 100 funktioniert. Wenn ich den einmal switche, seht ihr das. Und wenn ich den einmal drehe, dann gehen wir entsprechend auch in 100 Fußschritten hoch. Localizer etc., das funktioniert alles. Von daher, das ist echt, echt stark. Ich finde es einfach ziemlich, ziemlich stark, welches Produkt hier auf die Beine gestellt wurde. Es funktioniert genau so, wie es funktionieren soll. Es gibt für mich nichts daran zu meckern. Wenn ich aber meckern müsste, dann ist es, dass es die Installationsanleitung eigentlich gar nicht gibt. Es gibt die Installationsanleitung, wie ich die Füße an der FCU befestige und wie ich hinterher das USB-Kabel anschließe. Aber mal ehrlich, das hilft uns für den Microsoft Flight Simulator überhaupt nicht weiter. Die Installation ist wie gesagt alles andere als intuitiv. Auch dass das VJoy niemals auf Running und auf Grün umspringt, ist echt irritierend. Auch wenn man die Software startet, dass in den Settings überhaupt gar kein Microsoft Flight Simulator erwähnt wird. Das ist echt komisch. Also da hätte ich tatsächlich erwartet, dass es eine Anleitung gibt, die das entsprechend auch abdeckt, sodass auch jeder weiß, wie das zu installieren ist. Aber ihr habt Glück, ich habe ein Video dazu gemacht. Solltet ihr die FCU also haben, hoffe ich, dass euch dieses Video geholfen hat. Sollte euch das Video gefallen haben, dann würde ich mich wie immer riesig über ein Abo, über einen Daumen und auch über ganz, ganz viele Kommentare freuen. Sollte euch das Video nicht gefallen haben, dann, wie immer, erzählt es am besten nicht weiter. Auf Flight Level gibt es übrigens auch die Möglichkeit, eine Kanalmitgliedschaft abzuschließen oder mir eine kleine Spende zu hinterlassen. Wie immer, alles kann, nichts muss, aber es würde mich natürlich riesig freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.